und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Steuerung anpassen? Passt die Spielsteuerung an, indem du Plus drückst, um das Pausenmenü zu öffnen und dann die Option aufzurufen. Dort kannst du die Steuerung für Aktionen wie Stampfattacke oder Rennen anpassen, wenn du möchtest. Genau wie die Bewegungssteuerung, den Aufruf des Abzeichenbildschirms nach einem Fehlschlag und mehr. Egal, Verschnaufspause, flieg Rolf. Rolf, flieg. Okay. Ja. Okay, es sind also so kleine Minispiele. Insgesamt. Ich habe jetzt irgendwie sogar noch ein bisschen was anderes erwartet. Also mehr als nur so Minispiele, so bei der Verschnaufspause. Aber okay, dann sind es halt anspruchsvollere Verschnaufspausen. Haben die auch Schwierigkeitsgrade? Nee. Fallschirmmütze 1. Für Abzeichentest legst du automatisch das passende Abzeichen an. Drück in der Luft den Fallschirm. Okay. Du kannst es. Schwebe in der Luft. Okay. Ja. Weiter so. Das muss ich nochmal machen. Weiter so. Da gibt's sogar Checkpoints? Man wird trotz alledem langsamer. Also man kann es nicht wirklich mit dem Flughörnchen vergleichen, welches wir aus New Super Mario Bros. Kennen. Also New Super Mario Bros. U. Denn dort war das Eichhörnchen-Outfit, sage ich jetzt mal. Flughörnchen. Eichhörnchen, genau. Das Flughörnchen-Outfit mehr so, man ist die ganze Zeit gleichmäßig, aber da irgendwann hört halt der Schwung auf und man wird dann automatisch langsamer. So, das heißt, hier haben wir den Bereich jetzt auch abgeschlossen. Wir können jetzt hier zum Klimmsprung. Dann schauen wir uns doch den Klimmsprung mal an. Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Okay. Und dann kann ich sogar noch einen Wandsprung machen. Also ich kann hochspringen und kann einen Wandsprung machen. Seht ihr das? Krass. Tief durchatmen. Du schaffst es. Ja, super. Tief durchatmen. Du schaffst es. Ah, natürlich schaffe ich das. Was für eine Sprungkunst. So, hier hoch und dann hier rüber. Beeindruckend. So, und wir nehmen Anlauf. Okay, man kann nicht drüber springen. Das finde ich schon mal gut. Ich habe es jetzt mehrmals probiert, wenn, dann wird es vom Level vorgegeben, dass man drüber springen kann. Thank you. Thank you. Ja, das da unten sieht aus, also sehr gut. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Na, ich weiß nicht. Ja, bitte, komm. Könnte vielleicht hilfreich sein. So, was haben wir hier? Eine Röhre. Mit noch mehr Welten. Blick in die Sterne. Interessierst du dich für die Sterne eines Levels? Level, die viele Sterne haben, können eine größere Herausforderung sein. Aber lass dich davon nicht abhalten.
Spike-Versteck im Senkröhrental. Dabei dachte ich, gehen wir heute endlich Bowser Jr. an. Fehlgedacht oder falsch gedacht. Okay. Okay, die kommen aber in... Moment, hä? Komme ich denn an den da oben ran? Gar nicht, oder? Die sind ja echt krass, die Spikes. Da kann ich rein. Oh! Und wir werden auch noch Elefanten-Mario. Okay. Ja. Ach so. Ah, da kann ich dann raus. Okay. Den kann ich das richtig schön an den Kopf knallen. Zack, und weg ist er. Das nenne ich Musik. Das nenne ich Musik, okay. Nee. Ich erwisch den nicht. Moment, da komme ich doch hundertprozentig runter. Okay, den haben wir auch. Mist. Schaut mal, was wir hier oben haben. Okay. Will ich das? Ja, komm, das wollen wir. Was? Hä? Hey! Wir sind zu schwer für das Ding! Wow. Hey! Wir sind zu schwer für das Ding! Das war die einzige logische Schlussfolgerung für mich. Oh, okay. Das war die einzige logische Schlussfolgerung, was ich machen musste. Was ist das? Oh, komm. Was für ein Beat. Bereit? Los geht's. Nehmen wir alles ein. Nein. Sobald ich mich bewege. Hui. Was sagst du noch? Das war ein Spaß. Das war ein Spaß, du mich auch. Wer sich in die Röhre immer reinkämpft, ne? Ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe wirklich, ich habe alles. Blöd, wenn nicht. Da muss ich nochmal rein. So, dann holen wir uns das nochmal.
Und dann Röhren... Was? Röhrendickicht im Sumpf. 3 Sterne. Wie viele Sterne gibt's denn als Schwierigkeit? Moment, die krabbeln da hoch und dann... Und hier gibt es sogar eine große Schildkröte. Okay. Hier kann man anscheinend Röhren schieben. Das ist ja geil. Wir schieben einfach mal eine Röhre. Da gibt es ein Leben. Also eins muss man Nintendo lassen. Die lassen sich hier echt was einfallen, ne? Mich würde mal interessieren. Nein. Ich finde die Dinger ja eklig. Ich finde die Dinger eklig. Komm, das machen wir das. Wie krass ist das denn? Der schubst Panzer einfach hin und her. Ist das geil. Ich bin gerade total geflasht, aber trotzdem wollte ich eigentlich versuchen, Shell Jump zu machen. Alles so schön friedlich hier. Moment. Das muss ich wahrscheinlich dann so machen. Das ist ja krass. Ach, ich hab sie noch gar nicht eingesammelt, aber ist in Ordnung. Wie kann das denn sein? Alles in Ordnung, mir geht's gut. Okay, jetzt in die andere Richtung, bitte. Was soll das denn sein? Hier sind überall Röhren. Oder was mit der Röhre? So in der Art hatten wir schon mal. Na gut, in der Art ist nicht das gleiche wie, nee, es ist... Nur weil wir es jetzt einmal hatten, das war ja nur ein Teil. Wahrscheinlich nur, um das mal zu präsentieren. Passt auf, das gibt es, aber... Okay. Hier stehen bleiben. Moment, es geht hier noch weiter. Ach komm, wir holen uns den wundersam. War das alles nur ein Traum? Hab ich jetzt alles? Nein, ich habe eine Münze übersehen. Was? Was? Das hat mich jetzt ein bisschen geschockt. Oh. Alles so schön friedlich hier. Rechnet ja keiner damit, dass die auf einmal runtergeht. Daran muss man sich echt gewöhnen, dass man jetzt keinen direkten Wandsprung hat, sondern halt erstmal einmal hochspringt. Also das ist, kann sogar eine Blockade sein. Gibt es den Triple Jump? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Was soll ich übersehen haben? Soll ich den übersehen haben? Okay, also irgendwas muss ich hier doch übersehen haben.
Hier ist auch nichts. Wirbelsprung, Mario. Sicher, dass du nichts über das Kind hast? Nein, ich bin mir nicht sicher. Sicher, dass du nichts über das Kind hast? Komm ich gar nicht hoch. Nein! Ich muss hier was übersehen haben. Die Frage ist, was? Wo komme ich da hin? Da komme ich da hin. Den habe ich ja auch schon. Das heißt, ich muss wirklich irgendwas übersehen haben. Also, ja. Also, ich bin mir sicher eigentlich, dass ich nichts übersehen habe, aber scheinbar habe ich ja dann doch was übersehen. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Oh, das ist, weil ich so viel rumspiele gerade und suche. Ich komme hier nicht zurück. Das heißt, also ich habe hier irgendwas übersehen. Damit aktiviere ich den Wundersamen. Den will ich ja gar nicht aktivieren. Alles so schön friedlich hier. Alles so schön friedlich hier. Hier jetzt nichts. Ich bin nicht bescheuert. Hä? Was übersehe ich? Vielleicht sehe ich das nur mit der Wunderblume. Das könnte natürlich sein. Dass ich es deswegen vielleicht nicht wahrnehme. So. Komm und nochmal hoch. Das sind seine. Die bin ich jetzt schon wieder dran vorbei. Weiter so! Ich schnall's gerade wirklich nicht. Was ich übersehen haben soll. Das ist schon mal gut. Ich kann's euch jetzt gerade echt nicht sagen. Was habe ich übersehen? Ist doch nix. War das alles nur ein Traum? War das alles nur ein Traum? Hä? Das macht doch auch gar keinen Sinn. Ist nur damit ich da besser langkomme, aber. Hä? Ich schnall's nicht. Kann ich die...
er nicht. Was soll ich denn übersehen haben? Gar nichts. Ich glaube, ich komme nur in die Röhre mit einem speziellen Abzeichen. Kann das sein? Oder aber... Okay, das könnte funktionieren, aber wow. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Oh nein. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ja. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sei ruhig. Hey. Ach komm. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ich muss weiter nach vorne. Das gibt's nicht. Jetzt geht er mir auf die... Naja. Ich schaff's nicht. Sicher, dass du nichts übersehen hast? Sicher, dass du nichts übersehen hast? Ich schaff's nicht. Ich glaube, ich brauche dafür was ganz Spezielles. Was war da nicht? Irgendwie ein Pilz oder so? Nein? Ah, der ist da. Bis bald! Okay, dann machen wir es jetzt erstmal so. Ich weiß jetzt gerade ernsthaft nicht, wo ich da das nächste herbekomme. Ihr könnt es mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich muss dann nochmal gucken, wo ich das dann finde. Also ad hoc wüsste ich es jetzt nicht. Aber dann machen wir jetzt noch ganz kurz das Entspannte hier. Die Röhrenfels-Arena. Wir nehmen wieder das Abzeichen. Besiege alle Gegner. Entscheidungen! Nimm doch gleich zwei! Ach, verdammt, ja, nimm doch gleich zwei, ihr Idiot! Oh, nee. Ja, noch sechs. Ja, es geht auch definitiv schneller. Hinterfragt es nicht. Phase 1 von 3. Oh, bin ich doof. So, machen wir es so. Danke, darf ich den als Helm aufsetzen? Nein. Ey, ich bin... Wie soll ich die besiegen? Warten. Komm, lauf.
Ja. Okay, der läuft ja runter. Ich glaube, das ist die schlechteste Zeit, die man hier haben kann. In unter 70 Sekunden gibt es 3 Münzen. Und wenn der Truppler das jetzt richtig macht, dann kriegt er da auch die 3 Münzen. Und das versuche ich jetzt natürlich noch schnell hinzubekommen. Und diesmal nehmen wir natürlich 2 Items. So macht's mehr Sinn. Da kommen wir natürlich nicht lang. So. Jetzt müssen wir uns hier gut positionieren. So. Na komm. Unter 70 Sekunden. Ich habe jetzt genau 30 Sekunden Zeit. So. So. Mach auf. 63 Sekunden. Unter 70. Und damit haben wir es geschafft. Und damit würde ich mich dann auch ganz herzlich bedanken. Bis zum nächsten Mal sagen. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.